So, wir haben hier die PTSR. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Waffe hier im Game heißt. Russisches oder sowjetisches Anti-Tank-Rifle, gedacht, um Panzer zu bekämpfen. Ist ein echt oder auf jeden Fall gepanzerte Sachen, sowas wie Halbkettenfahrzeuge einfach oder LKWs. Vielleicht auch Stellungen. Wir spielen diese Waffe mit dem Iron Sights. Sehr schönes Gewehr. Hat leider nicht diesen ikonischen Sound, den man aus WAW kennt. Oh, den Sound aus World at War, der war bei der Waffe genial. Vermisse ich etwas und hey, wir haben uns hier oben mit Absicht eingekämmt. Das ist immerhin sowas wie eine Sniper. Muss ich ganz ehrlich sagen, genau aus dem Grund wollte ich auch ein bisschen snipen und hab mein Bestes getan dabei. Hab mir den Killstreaks auch relativ früh gezündet. In Hoffnung, dass, naja, wir die Artillerie bekommen. Immer schön vorsichtig. Nicht einfach so weggesniped werden. Mit einer Sniper-Entstellung wollte ich jetzt nicht unbedingt jedes Mal reinrennen. Da wollte ich dann lieber die Person sein, die ein bisschen die Map-Kontrolle hier in der Mitte versucht zu bekommen. Ich meine, ah, Hitmarker, aber der hat die Artillerie irgendwas bekommen. Ich wollte einfach mal ein bisschen defensiv sein, gerade mit einer Waffe wie der hier macht es relativ viel Spaß, sogar zu campen, nenne ich es mal. Campen ist jetzt so ein böses Wort. Taktisches Warten, strategisches Ausharren. Sucht euch was davon aus. Ich finde beide einfach relativ akzeptabel und gut gelungen. So, da nochmal einen schönen Treffer. Semi-Pro Moss 7-2. Tut mir leid dafür, dass ich dich weggekämpft habe. Und dreimal daneben. Das war natürlich meine Schuld. Aber dann versuchen wir mit dem Knife jemanden oder zwei zu bekommen. Hat mich leider die Schrotflinte bekommen. Das war verdient, dass mich der mit der Schrotflinte wegen meinem blöden Gekämpfe erledigt hat. Und hey, andere Seite. Was macht man auf der anderen Seite? Campen. Gerade wenn die Stellung schön in der Mitte ist, versucht man ja zu campen, aber kann man ja versuchen zu snipen und die Stellung zu bekommen. Aber hey, wenn dein Aiming für den Arsch ist und du es einfach nicht hinkriegst, einfachste Ziele zu treffen, weiß ich auch nicht, was mit mir los ist. Das waren gerade einfachste Ziele, die ich eigentlich hätte easy treffen müssen und nicht damit zu strugglen dürfen. Auch so wie da. Das sind so Ziele, da darf ich nicht strugglen. Da müsste ich eigentlich treffen. Perfektion müsste ich da machen. Ich weiß nicht, wieso ich da so gechoked habe, aber ich bin manchmal doch sehr hart am Choken und dafür kann ich wohl nichts. Okay. Dann versuchen wir mal da oben zu clearen. Haben es natürlich auch effektiv hinbekommen und geschafft. Aber da kommt noch einer von den Gegnern. Oder auch nicht. Und, na? Das war eine Schrotflinte. Der ist einfach an meinem Mate vorbeigelaufen. Wir haben schon wieder eine Bombe. Und lassen wir einfach auf die Stellung droppen. Da kommen drei Stück. Mal sehen, ob wir einen bekommen. Wir kriegen tatsächlich einen. Schöner wäre es, hätten wir drei bekommen. Aber hey, ich bin mutig. Wir haben eine PTSR. Ich meine immerhin so ein schönes Kaliber. Damit dürfen wir eigentlich keinerlei Hitmarker verteilen. Wenn wir mit so einer Waffe einen Hitmarker verteilen, geht es der Person trotzdem nicht gut. Selbst wenn es eine Fleischwunde am Arm ist. Da bin ich ganz ehrlich. Wenn ich mit so einem Teil eine Fleischwunde am Arm kriege, das will ich auch nicht. Ich glaube, das Kaliber wird schon ziemlich reinhauen. So, dann gucken wir mal hier. Andere Stellung, komplett andere Seite. Da ist die Pistole natürlich effektiver. Holy crap, da kam die Schrotflinte um die Ecke und es hat nichts gebracht. Das Bajonett, das Messer ist besser, sofern die Schrotflinte nicht trifft. Teammate! Und mein Mate hat mich gerettet. Das war wirklich verdammt knapp. Aber hey, Arti haut rein. Das war eine strategisch gut gesetzte Arti. Einfach nur auch, weil wir da easy drei Gegner bekommen haben. Wir laufen jetzt hier leider über die offene Flanke und wir haben gerade schon bemerkt, da hat uns jemand gesehen. Also hoffen wir mal, dass er keine Chance hat. Und hatte er nicht. So. Da hat der Schrotflinten-Heini es mit der Schrotflinte bekommen und das ist für uns natürlich gut.
Das Bajonett ist immer noch stärker als die Granate. Ich weiß nicht, warum er überhaupt eine Granate werfen wollte. Ah, das ist dumm, von außen mit einem Knife ranzulaufen. Oder auch nicht. Das hat wunderbar geklappt. Wir konnten die Stellung ohne weiteres einnehmen, nur mit meinem Messer. Da hat schon wieder irgendwas auf mich gezielt. Ah, nope. Nope, doch. Das war ein schöner Treffer. Und ich habe hier einen neuen Spot entdeckt. Und man kann tatsächlich auf diesem Spot gut sitzen. Gegner laufen teilweise an einem vorbei, rein nicht, wo man ist. Das ist wirklich ein geiler Spot. Das muss ich ehrlich sagen. Also den habe ich echt häufig danach benutzt, nachdem ich den entdeckt habe. Viele rallen das nicht, kennen das nicht. Ich kannte das bis dato ja auch nicht. Also das ist aber wirklich so ein Spot, den ich einfach nur empfehlen kann. So, dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. Euer Remske. Danke fürs Zusehen. Und bis bald.